Wer ist denn da? Na hallo! Hallöchen! Herzlich willkommen! Lieber. Frohe Weihnachten, du auch! Ja. Kann man da das ausmachen? Das ist ein bisschen zu laut. Ja, na klar. Guck mal, meine schöne Weihnachtswelt. Toll, habe ich aufgebaut in der Zwischenzeit. Ja, schick, schick. Hast du Weihnachten doch schön gemacht. Na klar, muss man sich doch ein bisschen Schmuck machen zu Hause. Sag mal, musst du nicht arbeiten? Ich habe jetzt gerade Pause zwischen zwei offenen Kirchen. Also mal so, anstatt Gottesdiensten öffnen einfach die Kirchenräume. Ah, war auch ein bisschen Musik? Ja, Musik war... Schön. Finde ich ja gut. Ne? Musik ist wichtig. Ja, und sag mal, ist sie jetzt auch da? Wer ist sie? Na, sie. War sie denn da jetzt? Also es waren ein paar Leute da, ja, aber wer denn sonst? Nein, oh, ich meine, die Weihnachtsstimmung. Ist sie jetzt gekommen? Ach, die Weihnachtsstimmung. Na klar, na klar. Ja, die ist jetzt bei den Leuten da. Super. Oder bei mir. Bei dir auch, toll. Na, bringt schon ein bisschen was, mal kurz in der Kirche gewesen zu sein, was? Ja, ich bin ja auch langsam so in Weihnachtsstimmung hier, ja? Und besonders, was denkst du, was hier los ist im Pfarrhaus? Die Kinder, die sind völlig aus dem Häuschen. Wo sind die eigentlich alle? Es ist so ruhig hier. Na, die sind aus dem Häuschen. Also, die sind auch nochmal unterwegs, einen Weihnachtsspaziergang machen und bei einer offenen Kirche vorbeigucken und so weiter. Ach so. Ja, und nachher, da kommen sie ja wieder und dann ist hier Rambazamba. Was denkst du, was hier abgeht, wenn es Geschenke gibt? Da sind die kaum zu bändigen. Geschenke, stimmt. Da ist ja noch was. Ja. Möchtest du dein Geschenk auch haben? Ein Geschenk? Mein Geschenk? Hast du ein Geschenk für mich? Ja. Was? Besorgt. Wow. Ja, na klar will ich das. Jetzt. Haben. Bitte. Oh. Es ist zwar kein Wollknäuel, aber ich dachte mir, zum Spielen für dich doch bestimmt ganz nett. Danke. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Denkt der, ich bin eine Katze oder was? Entschuldigung, das ist das Geschenk, ja? Vielleicht. Nein, keine Angst. Nein, das ist nicht. Oh, puh. Mann, ich dachte schon, der schenkt mir hier einen Ball oder so. Weg damit. Dann lieber gar kein Geschenk. Möchtest du nicht dein Geschenk haben? Ich habe doch ein richtiges Geschenk für dich. Oh, du hast mich reingelegt, ja, Junge. Muss ja, aber na sein. Klar. Ja, da bin ich ja gespannt. Schau mal, da musste ich gleich an dich denken, als ich es gesehen habe. Wow! Oh! Oh, super Espresso. Oh, cool. Dankeschön. Danke. Bitte schön. Oh, das ist ja super. Hey, cool. Da freue ich mich total. Dankeschön. Bitte schön. Diesmal in echt danke. Ich freue mich wirklich. Da hat der einen Scherz gemacht und hat in Wirklichkeit Kaffee dabei. Wow. Na, hat sich worum gesprochen, dass ich gerne Kaffee trinke. Ah, gleich in meinen Vorrat. So. Mein Lieber, jetzt erwartest du bestimmt auch ein Geschenk von mir, oder? Von dir erwarte ich auch kein Geschenk. Na, Moment, ja, nicht zu schlecht von Tieren denken. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht. Gedanken, was könnte man jemandem schenken, der schon alles hat? was könnte man einem Vikar schenken, einem Theologen? Das könnte jetzt gefährlich werden für mich. Na, mal schauen. Wollen wir mal sehen. Du bist doch Prüfungsstress gewöhnt. Wir machen mal ein Fragespiel. Okay. Was lernt ein Vikar in seinem Studium? Über wen lernt er was? Über Gott. Ja, fangen wir ganz oben an. Jawohl, richtig. Über Gott. Und wo kann man etwas über Gott lernen? Mindestens in der Kirche. Na, sollte so sein. Aber wo auf jeden Fall? Na. In der Bibel? Ja! Bingo! Ba, 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 ba. Die Antwort ist richtig!
Ja, mein Freund, in der Bibel. Und da habe ich mir gedacht, Tada! Da ist sie. Ich schenke dir eine Bibel. Hast du bestimmt noch nicht, wa? Bitteschön. Eine Bibel? Ui. Ja. Eine besonders schöne Bibel. Das ist ja eine Kinderbibel. Richtig! Der Kandidat hat wieder einen Punkt. Du sag mal, das zweite Examen? Ha, läuft für dich, was? Da hast du ja kein Problem mehr. Eine Kinderbibel, richtig. Vielleicht werden da deine Predigten mal etwas verständlicher. Ha? Also, es ist sozusagen, wie du siehst, ein nicht ganz uneigennütziges Geschenk. Ja. Okay. Aber ich habe es wirklich ernst gemeint. Pass mal auf, das ist nämlich eine ganz besonders schöne Kinderbibel. Guck mal da rein, in der Mitte irgendwo. In der Mitte, da sind die Engel von der Weihnachtsgeschichte, die den Hirten begegnen. Und diese Engel, ey, die sehen wirklich klasse aus in diesem Buch. Boah! Was sind das denn für Engel? Du hast echt recht. Ja, mein Freund. Und die sehen auch mal aus wie echte Engel. Ich habe nämlich den Eindruck, dass viele, die irgendwie Bilder malen für die Bibel oder irgendwas anderes, gar nicht wissen, wie echte Engel aussehen. Woher weißt du denn, wie Engel aussehen, mein Lieber? Tja, wir Tiere wissen so einiges, aber das ist eine Information, die für Menschen eigentlich gar nicht bestimmt ist. Aha. Ja, ist schon schlimm genug, dass du mit Tieren reden kannst. Also, weiter im Text. Naja, mit mir zum Beispiel. Hat schon mal bei anderen Tieren geklappt. Bisher noch nicht. Ja, so ist das immer. Ja, genau. Und dann kommen wir mal zur Weihnachtsgeschichte, mein Freund. Dann, ich zeig dir mal, wie andere Engel darstellen und das sieht gar nicht so cool aus. Schick. Und du meinst, so sehen Engel nicht aus? Nee, ganz gewiss nicht. Guck mal, stell dir mal vor, auf dem Feld, da waren doch die Hirten. Ja. Und die Hirten, naja, das waren ja raue Gesellen. Also ob das jetzt Männer oder Frauen waren, sei mal dahingestellt. Aber je nachdem, wer so einen Job macht, der war schon ein bisschen hart im Leben, oder? Stimmt, du hast recht. Und da würden die vor so einem kleinen, süßen Engelchen ja nicht unbedingt sich fürchten. Genau, ich stelle mir das dann so vor, so, fürchtet euch nicht. Naja. Und dann sagen die Hirten, ja, wovor denn? Stimmt, das ist ein großes Gelächter und kein Fürchten. Ich glaube auch. Also das in dem Buch, das ist schon deutlich besser, ja. Ganz viele Engel, große Engel, und die kommen und die singen und wow, es ist Licht und alles Mögliche. Dann geht's ab. Okay. Genau. Aber ich meine, ansonsten ist doch so eine Krippe total cool, um einfach die Weihnachtsgeschichte nachzuspielen, auch wenn der Engel vielleicht nicht ganz so aussieht wie in Wirklichkeit. Stimmt, hast recht. Sollen wir es mal machen? Ja, und dann können die anderen das zu Hause nachspielen. Ihr könnt doch alles nehmen. Lego-Figuren oder Puppen oder Plüschtiere. Ich meine, was brauchen wir denn alles? Was brauchen wir? Wir brauchen auf alle Fälle Maria und dann Josef. Vielleicht ein, zwei Tiere. Hier wäre ein Esel. Ja. Was machen denn Maria und Josef im Krippenspiel? Ja, die ziehen doch von, jetzt mal überlegen, von dem Zuhause nach Bethlehem. Nazareth. Danke. Ja, man muss die Kinderbibel auch lesen. Hey. Genau, also die ziehen
Von Nazareth nach Bethlehem. Ganz okay. lange sind die unterwegs. Unterwegs. Huch. Mal schlafen sie auch. Na klar. Genau. Aber ich glaube, die waren noch mehrere Tage unterwegs, oder? Ja. Genau. Unterwegs. Boah, voll krass. Mann, die hatten ja was hinter sich. Aha. Und dann muss man doch beachten, Maria war schwanger. Oh, denn so eine lange Reise. Oh Mann. Klopfen sie überall an, aber es ist alles voll! Oh Mann, die Armen! Stimmt, nirgendwo ist ein Platz für sie gewesen. Aber hier im Stall, da haben sie Platz, da ist Platz. Stimmt, dann fanden sie hier Platz im Stall. Genau. So. Josef hat dann auch die Krippe vorbereitet und dann... Huch. Also an alle, die Angst haben, dass jetzt Maria und Josef und das Jesuskind total frieren mussten. Also in Bethlehem ist es im Winter nicht so kalt wie bei uns, ne? Das stimmt. Das muss man wissen. Da haben sie vielleicht auch ein Feuer gemacht. Ja, das ist doch gut. Zack. Ja, Feuer machen ist immer gut. Lagerfeuer ist total cool. Genau, und dann? Was brauchen wir noch? Achso, das Kind brauchen wir. Jesus wird geboren. Genau. Das ist hier. Oh, ist das ein süßes kleines Babychen. Kleine Kinder sind doch meistens süß, oder? Genau, die dürfen ja auch süß sein. Aber nicht der Engel, weil jetzt kommt nämlich die Szene... Mit den Hirten auf dem Feld, oder? Ein kleines Lämmchen, ein Schaf. Hier dann noch ein Lämmchen. Auch der saß am Feuer. Genau. Und dann kam ein Engel. Und ein helles Licht. Und die Hirten bekamen Schiss, so richtig. Weil es so hell war und so viele Engel und weil die so cool aussahen, die Engel. Weil dann muss nämlich der Engel sagen, fürchtet euch nicht. Genau. Das ist der Stern, dem die Weisen gefolgt sind. Ach so. Also drei weise Männer aus dem Morgenland. Und die kannten sich mit Sternen aus? Die kannten sich mit Sternen aus, genau. Die haben ja sogar ein Kamel dabei, cool. Genau. Das heißt, die kamen von ganz weit her. Genau, kamen von ganz weit her und suchten auch sozusagen nach dem neuen König, also nach dem Jesuskind. Hier könnte man eine orientalische Melodie einspielen.
könnte. Schauen wir mal. So, und auch die sind sozusagen diesem Stern gefolgt. Und da der Stern ja über der Krippe steht, ja, sind auch die dann bei der Krippe geblieben. Alle dahin gelaufen. So. Wow, das ist ja auch hoher Besuch in der Krippe. Wahnsinn. Ja. In so einem armen Stall kommen so weise, reiche Männer aus dem Morgenland. Wow. Das stimmt, und sie bringen sogar Geschenke mit. Geschenke, ja, Geschenke. Weißt du welche? Gold war dabei, Gold. Stimmt, Gold war dabei. Wahnsinn. Was noch? Voll das Wertvolle. Drei Männer, drei Geschenke. Eins hast du schon. Weiß ich nicht mehr. Das andere war Weihrauch. Weihrauch, genau, Weihrauch. Ach so, denn dieses komische Gewürz, was keiner kennt, diese Knirre. Nee, Myrrhe. Myrrhe. Der Junge weiß Bescheid. Ey, so. Ich sag ja, zweites Examen läuft bei dir. Ja. Yeah. Myrrhe. Und da sind sie alle da und haben Geschenke mitgebracht. Genau. Das war doch schön weihnachtlich, oder? Auf jeden Fall eine wunderbare Geschichte, oder? Auf jeden Fall. Nun mal, lieber, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, ich muss wieder los. Oh. Ja, tut mir leid. Aber vielen herzlichen Dank für dein Geschenk. Ja, bitte gerne. Ich werde es auch gleich nochmal in der nächsten Kirche auslegen, dass man sich das Ganze mal anschauen kann. Sehr schön. Ja. Und dann sag denen mal, dass so richtige Engel aussehen, okay? In Ordnung, werde ich machen. Super. Wünsche ich dir noch frohe Weihnachten. Oh, wünsche ich dir auch. Genau. Und wir sehen uns im neuen Jahr spätestens. Genau. Mach's gut. Gesegnete Weihnachten. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Da geht er hin. Ich glaube, ich spiele jetzt erstmal Eisenbahn weiter. Hahaha. Geht's los? Genau. Und
Genau. Warte mal, ich muss mal auf den Trafo ausstellen. Das war das Zoom-Gerät. Das war unser Ton. Juhu. Was sagt man jetzt überhaupt? Keine Ahnung. Ist auch. Hast du kein Demo oder was? Nö. Oh, man wird es sehen, ob das ein Unterschied ist bei dir. Nein, das sieht meistens. Oh, wir müssen jetzt nicht mein Arm. Ganz. Das ist immer so. Das ist natürlich nicht nur. Mal hier zumachen, das wird sonst zu hell. So, da sind wir nochmal. Auch von unserer Seite hier nochmal gesegnete Feiertage. Schöne Weihnachten, lasst euch die Stimmung nicht vermiesen. Ja, wir hoffen, dass ihr auch zu Hause ein schönes Weihnachtsfest hattet, auch wenn es diesmal ohne Gottesdienste in unseren Dörfern war. Bis ihr es auch gerade habt, also es ist jetzt noch gleich vor euch liegt. Na, ist auch schön. Wann auch ihr immer diesen Film guckt und wenn ihr noch nicht genug geschaut habt, dann schaut die anderen Filme mit uns alle auch noch auf unserem Kanal. Weil wir heute keine Gottesdienste hatten, normalerweise sammeln wir immer für Brot für die Welt, nicht wahr? Ja, Brot für die Welt. Knochen für mich. Brot für die Welt braucht natürlich auch dieses Jahr unsere Spenden. Deshalb bitten wir euch vielleicht eine kleine Spende zu hinterlassen. Unsere Kontoverbindung, wo ihr das sozusagen überweisen könnt und wo das dann weitergeleitet wird, die findet ihr über unsere Webseite. Ja, soweit von uns. Alles Gute euch, bleibt gesegnet und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.